Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur die schönsten Menschen der Welt zusehen. Freunde, es geht direkt los. Wir geben uns die nächste Single von Elif mit dem Titel Bomberjacke. Wir sind direkt drin. Wir sind in der Premiere. Ich konnte nicht warten. Bomberjacke von Elif. Ich bin saugespannt. Ich mache einmal kurz auf Pause, um euch nochmal richtig zu begrüßen hier. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Elif-Fan. Wir haben uns den letzten Track Mein Babe angehört, was ultra gut war. Ganz andere Richtung. Und jetzt mit Bomberjacke erwartet uns der nächste Song vom neuen Album. Ja? Ich bin sehr gespannt. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und ein kostenloses Abo, wenn ihr wollt. Wir werden uns jeden einzelnen Song vom Album geben und alles drumherum natürlich auch hier bei mir, so schnell es geht. Und ich bin wieder gesund. Ich war krank. Ich hatte Corona leider, aber ich bin wieder vollkommen gesund und habe alles überstanden. Deswegen 2 Wochen keine Uploads. Ich habe es auf Instagram auch angekündigt gehabt. Deswegen schaut da gerne vorbei, weil es ja upgedatet bleiben wollt. Und ja, jetzt hoffentlich seid ihr alle gut drauf und gut gelaunt. Und jetzt geben wir uns von Elif Bomberjacke. Ich glaube, dass dein Geist gestern wieder in der Gegend war. Straßenlichter färben, Asphalt wieder Sepia. Oh mein Gott, ey, erstmal, ich liebe den Beat. Ich liebe den Beat und ich habe Elis Stimme vermisst. Ich habe ihre Stimme vermisst. Kopf ist leer wie Pizza, Schachtel und trinke Wein aus Tetraparks. Vielleicht lieg ich falsch, doch denk, dass wir kein Fehler waren. Mein Gesicht spiegelt sich in einer Pütze. Ey, schon wieder, ich hab's gesagt, ey, ganz kurz, erinnere mich an die O2-Performance von ihr, wo wir eine Choreo hatten. Ich habe dazu auch eine Reaction gemacht. Unfassbar gut gewesen. Aber ich liebe es, wie Elif performt. Wie sie in ihren Musikvideos performt, Mann. Benzingeschmack und Beton, keine Küste. Berliner Luft riecht ein bisschen nach Vermissen. Frag mich nicht, was wäre, wenn, weil ich das auch gerne wüsste. Ich laufe alleine durch die Stadt in der. Oh, wow. Es ist November, doch nicht kalt in der. Von oh, okay, also wir haben jetzt hier irgendwas reingesampelt, wo jemand Bomberjacke sagt, ein bisschen veränderter Stimme. Ich liebe ihre Stimme, Mann, ich habe das vermisst, ihre Stimme, weil bei My Bad, beim letzten Song war es alles noch ein bisschen ruhiger, ein bisschen anders, andere Richtung, ein bisschen interessanter, hat mich ein bisschen an was habe ich das erinnert? Vielleicht so ein bisschen an Feind, ich weiß es nicht, mit Azad zusammen. Aber das hier ist so, es ist allgemein ein bisschen heller, ein bisschen lockerer, ein bisschen luftiger als das Nachtalbum. So, da sieht man auch schon, okay, wir haben jetzt eine andere Elif. Wir haben eine Elif, die auch ein bisschen anders über diese Ereignisse redet, die sie auch schon in der Nacht thematisiert hat. Und das finde ich interessant. Es ist November, doch nicht kalt in der. Von innen rot und außen schwarz, diese. Sie ist zu groß, aber sie passt, diese. Ich laufe alleine durch die Stadt in der. Es geht auch viel öfter, viel höher, was ich angenehm finde. Es ist November, doch nicht kalt in der. Wenn ich sie trage, sind wir zusammen. Fehlen nur 21 Gramm, früher war der. Oh, ey, ich habe auf Instagram dieses Bild schon gesehen und ich dachte mir, what the fuck? Holy smokes, man, sieht das gut aus. Wenn die Straßenbahn rollt, die Tauben fliegen, wow. Ich bin auch mit dich. Ich hab das Gefühl, dass mich ein Schatten verfolgt. Seht ihr die Gassen, frag mich, wo ist Kids vom Block. Mir gefällt der Aufbau vom Song sehr. Also es ist allgemein ein bisschen verspielter, so ein bisschen, ja, ein bisschen verspielter, als das ganze Nachtalbum irgendwie ist oder war. Und das finde ich halt cool, dass man die Entwicklung sieht und merkt, okay, sie hat ja auch angekündigt, ey, es kommt ein bisschen was anderes, so. Und ich find's nice, ich find's gut bis jetzt. Ich freue mich auch einfach, dass Elif back ist, Mann. Wir haben lange gewartet. Die Gassen, frag mich, wo du bist. Kids vom Block sitzen wieder auf dem Bordstein. 13 Jahre. Wow, das sieht unfassbar geil aus, Mann. Nice. Alt und rauchen wie ein Schornstein. Die Stadt, die niemals schläft, jeder unter Leistungsdruck. Das Patch am Arm ist fast kaputt, so wie mein Reißverschluss. Ich denk an dich, Himmelblau, nur der Block ist grau. Benzer Brettern, Modus Bio aus dem Kofferraum. Türke. Boah, ey, das sieht so cool aus, auch mit der Kamerafahrt dazu. Also bei Musikvideo-Stuff lässt sich Elif immer was Nices einfallen. Das habe ich bei diesem Konzert schon gemerkt, das war so geil. Ich werde das oben ins E-Mail reinpacken, meine Reaction dazu. Das habe ich sehr enjoyed, das O2-Ding. Schon Mädchen setzen nach der Party Kopftuch auf. Den Schmerz erträgt man nur, wenn man noch an die Hoffnung glaubt. Ich laufe alleine durch die Stadt in der. Es ist November, doch nicht kalt in der Bomberjacke. Das ist gut, das ist auch direkt wieder ein Ohrwurm, Mann. Außen schwarz, diese. Sie ist zu groß, aber sie passt. Was meinst du, kriegen wir die als Bundle? Kriegen wir die als Bundle oder in der Box? Es wäre verschenkt, wenn nicht. Wahrscheinlich, aber auch sehr kostspielig, das so zu machen. Aber ich hoffe. Und ich gehe auch ein bisschen davon aus, dass wir als Bundle irgendwie diese Bomberjacke bekommen werden. Ich laufe alleine durch die Stadt in der. Sie ist. Ich will nicht zu unglaublich viel reininterpretieren, aber man sieht, wie frei sie sich irgendwie fühlt, wisst ihr? So, es ist natürlich auch nicht kein Zufall, dass sie schwebt, dass sie fliegt,
wie frei sie sich bewegt, offene Arme, was ja eine ganz andere Szenerie, ein ganz anderer Vibe ist als beim Nachtalbum. Wenn man nochmal so rewindet, das Musikvideo zu Schwarz als Beispiel, so ja. Kompletter 360 Grad, nicht 360 Grad, 180 Grad Turn. Wisst ihr, wie ich meine? Aber sie passt, diese. Ich laufe alleine durch die Stadt in der Bomberjacke. Es ist November, doch nicht kalt in der. Schön hoch. Sie trag, sind wir zusammen. Also, das sind wirklich unfassbar schöne Aufnahmen. Zähl nur 21 Gramm, früher war da deine Hand in der. Der Boden bebt, wenn ich. Boah, auch der Beat so. Die Straßenbahn rollt. Die Tauben fliegen, ich bin ohne dich. Dich. Hab das Gefühl, dass mich ein Schatten verfolgt. Du bist. Ey, das ist gut. Der Boden bebt, wenn die Straßenbahn rollt. Die Zauber fliegen nicht mehr. Hab das Gefühl, dass mich ein Schatten verfolgt. Hier ist sehr viel Nebel. Folgt. Sieh in die Gassen, frag mich, wo du bist. Ey, das ist das, was ich meinte. So, sagt mir, was ihr wollt, aber sie ist frei. So, sie ist frei. Das sind echt krasse Aufnahmen, wie sie so am Fliegen ist. Weiß nicht, sieht geil aus. Oh, die sieht auch immer noch badass aus, Mann. Badass. Es gibt wieder viele Poster-Momente. Ey, stellt euch vor, Poster von Edith, wie sie fliegt. Würde ich mir auch kaufen. Wäre cool. Wäre nice. Geiles Ding geworden. Holy shit, ich bin sehr zufrieden. Geil, Mann. Also auf jeden Fall Shoutouts an alle Leute, die an diesem Musikvideo in irgendeiner Art und Weise beteiligt waren. So von der Szenerie her, von den Backgrounds und den Hintergründen. Nicht crazy, nicht krass, dass man denken würde, oh, aber vom Look her, vom Vibe her und vom Feeling her, so von der Message dahinter, aber auch wie es aussah, wie sie geflogen ist. Unfassbar stark. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr cooles Musikvideo. Warst du schon? Kommt noch was? Sie wollte noch ankündigen, wie ihr Album heißt. Haben wir das? Oh, okay, es ist einfach vorbei. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in der Beschreibung drin ist. Noch nicht. Vielleicht. Ich aktualisiere noch einmal. Vielleicht kommt jetzt wurde die Beschreibung noch geändert nach der Premiere. Ich glaube nicht. Ist noch nichts vom Album drin. Sie wollte es ankündigen, aber macht sie vielleicht auf Instagram. Ey, ich bin aber sehr, sehr zufrieden, dass wir jetzt das Album hier quasi mit der zweiten Single richtig jetzt. Keine Ahnung, irgendwie, es ist ja so, so real, wisst ihr, ich freue mich voll drauf. Ich habe unfassbar Bock auf die anderen Songs, wir werden uns hier, wie gesagt, jeden Song geben, egal ob mit Musikvideo oder ohne. Wir können vielleicht sogar ein Album-Unboxing oder irgendwas machen. Keine Ahnung, vielleicht lasse ich mir irgendwas einfallen. Aber supportet das Ding, pusht das auf jeden Fall in den Trends, macht auf jeden Fall Welle auf dem Musikvideo. Daumen nach oben da lassen und Kommentare da lassen und schreibt mal rein, wie ihr es fandet, gerade aufs Musikvideo bezogen, würde mich sehr, sehr freuen und dann habt einen wunderbaren Tag, ja, bleibt so fresh und so gut aussehen wie immer, wir sehen uns und ciao.